Okay, ich filme. Ja, du filmst. Ach so, das ist ja gar kein Film. Mach schon wieder einen Film, ne? Ja, aber Krokodil, wobei, die haben auch so Dinger, ne? Ja, das ist zu klein für ein Krokodil oder so. Weil es einfach eine Blechschüssel ist. Scheiße, das läuft auf 100% gerade hin rein. Oh, jetzt fahren sie rückwärts wieder raus. Und es klappt sogar. Ich probier's wieder. Oh, geht los! Geht los! Wollt ihr eigentlich nicht mal in den Vorwärtsgang gehen? Ja! Außenrum. Also ich stehe hier sicher. Ich würde es begrüßen, wenn mich keiner... Enjoy, mate. Alter, ich kann mich da nicht draufsetzen. Ich verbrenne mir den Arsch. Übertrieben. Was ist denn los? Es gibt noch eine dritte. Boah! So, wir sind jetzt gerade in der Nähe von Darwin und haben ein paar Four-Wheel-Drive-Tracks entdeckt und wollen jetzt einen durchfahren, der sehr, sehr wässerig ist. Also hier haben wir eine Strecke, da ist sehr viel Wasser, das mussten wir erstmal gerade durchgehen. Joel ist in seinem Auto da durchgefahren. Wir haben hier gerade eine Strecke entdeckt, die ist sehr matschig und werden hier lang fahren, weil wir keinen Schnorchel haben und deswegen nicht so tief durch Wasser fahren können und hoffen, dass wir hier einfach besser durchkommen können. Aber wenn man hier, die bleibt man eher vielleicht hängen, weil es matschig ist, aber ist dann kein Problem, weil das Auto nicht voll läuft. Sehe ich auch so. Dann kannst du dich halt rauswinschen, also wir. Und falls noch irgendwas passieren sollte, haben wir hier schon unsere Winch vorbereitet, dass wir uns sofort rausziehen können und andere natürlich auch. Wir haben noch ein paar Snapstraps, die wir zur Not irgendwo ranmachen können und alle rausziehen können. Deswegen sind wir eigentlich ganz sicher unterwegs und freuen uns jetzt auf die Durchfahrt. Wir sind jetzt gerade wieder auf dem Weg nach vorne. Der Ruben ist nämlich vorgefahren. Scheiße. Mit seinem Petrol. Fuck. Und der hat sich leider schon im Matsch festgefahren. Puh. Ich war eben so knapp davor, die Kamera zu verlieren. Scheiße. Ich habe euch eben von der Winch erzählt und die kommt jetzt gleich mal zum Einsatz. Er gibt Gas. Gas! Er gibt Gas. Okay Leute, Winch allein reicht nicht. Jetzt kommen zum ersten Mal richtig unsere Recovery-Tracks zum Einsatz, die man dann unter den Reifen legen kann und sich rausziehen kann. Und hoffentlich funktioniert das dann. Hallo Joel, wir haben uns mal deine Kamera ausgeliehen. Wir warten darauf, dass Ruben jetzt wieder rausgezogen wird. Und ja, alle anderen sollen jetzt mal nach vorne kommen. Und da bist du... Meine Recovery-Checks auch noch holen, ne? Vielleicht besser. Wenn ihr irgendwelche Krokodile seht, ne? Sag mal Bescheid.
Reifen ist ja komplett schief. Nach hinten bin ich ja wieder komplett drin. Ich muss auf jeden Fall nach vorne raus. Stefan, geh mal ein bisschen aus dem Weg, bitte. Ich halte die Kamera ein bisschen schief, dann sieht es noch schräger aus. Hast du mit uns auch drauf, wie wir hier schaufeln? Ja. Sehr gut. So, Mo, was sagst du dazu? Ich sag dazu, Matsch ist geil. Kommen wir da wieder raus oder was meinst du? Ja, wir haben 3 Winches, wir haben so viele Sandboards, auf jeden Fall kommen wir da wieder raus. Also lassen wir die 2 nicht zurück? Nee. Ich habe mir die Wasserkanister geschnappt und wäre weg. Ruben, wie sind deine Perspektiven bzw. deine Hoffnung? Also, ich würde sagen, wir kommen auf jeden Fall raus. Wann und wie ist die Frage, aber ich habe richtig Bock. Aber wir fahren schon vorwärts weiter, oder? Ja. Also zurück ist keine Option. Das vielleicht später. Ich hab Dreck im Auge. Ah. Auf geht's. Machen jetzt die Windschuhe von ab, ne? Ich weiß nicht. Hier sind 2, du hast dein Bein vorne. Vorne, okay. Wollen wir die wieder hier drunter oder wollen wir erstmal das so probieren? Wir müssen was zuschauen. Schauen. Wieder schieben, oder? Ja, lass wieder schieben. Schieben. Ich muss leider die Kamera halten. Alter. Sonst würde ich natürlich auch schieben. Sorry. Wird das was, Josh? Nee. Nee. Probier ein bisschen nach hinten und dann nach vorne, so ein bisschen wippen. Ja, hinten ist. Stopp! Du gräbst dich nur ein. Ich glaube, es liegt daran, dass der Schnorchel falsch rum ist. Das wird sein. Lass ihn ein bisschen nach hinten. Kackbrot. Nina. What the fuck? Da war gerade der Reifen. Pitch, patch, match. Meinst du, ich sollte auch schieben? Nee, ne? Passt schon. Was ist jetzt? Ja! Jo! Ja, okay, das war richtig. Es geht aber nicht weiter. Was soll das? Guck mal, ob die Tracks vorne richtig liegen noch. Okay, wir haben uns anscheinend eine echte Scheißstelle ausgesucht. Jetzt das 3. oder 4. Mal, dass wir stecken bleiben mit Rubens Wagen. Wir müssen noch hier durch wahrscheinlich 2 hakelige Stellen und danach sollten wir es geschafft haben. Aber erstmal müssen wir jetzt hier raus. Der Wagen driftet einfach mal weg. Seid ihr bereit? Ja. 3, 2, 1, go! Oben, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ohne euch wäre es absolut nicht einfach gegangen. Ich danke euch. Wir müssen wieder zurück. Ja, mach mal schön rein. Aber hier konnte man halt auch wirklich perfekt, also jetzt nicht mehr, aber vorher konnte man echt gut sehen, ob da Krokodile sind. Crocs sind hier nicht. Muss ich auch sagen, das ist eine Pfütze. Ja. Aber das kann ja, da kann 5 Meter weiter ein Fluss sein und dann kommt es. Nein! Wie er fahren, aber er ist falsch abgebogen. Eigentlich musst du da abbiegen. Und ab da geht's nämlich. Ja, ja. Wir stehen da. Kann man hier noch teilweise?